bevor der Vorschlag aufgelegt wurde, habe ich euch das Angebot gemacht, dass ihr gerne in die Buchhaltung gehen könnt und euch erkundigen könnt, was jetzt eine Angelegenheit ist, um Verständnisfragen im Vorfeld schon abzuklären. Und ich sage an die Gemeinderatssitzung, wir sind natürlich nicht dafür da, um jetzt noch einmal die Detailfragen mal durchzukauen. Es sind nicht so viele. Aber ich stelle dazu einen Antrag, ja. Nachher zum Schluss. Gut, die Frage bitte. Also Seite 23, warum steigen diese Fondsgebühren? Wer ist das bitte? Die Frage kann ich dann natürlich sinngemäß jetzt nicht beantworten. Wie soll das auch funktionieren können? Wird da auch die Frau Stromberger nicht beantworten können im Augenblick? Weil wir uns zuerst einmal schlau machen müssen, klarerweise. Das heißt, du stellst heute eine Frage und ohne dass man in die Unterlagen nachschaut, was jetzt der Grund für etwas ist, kann ich es dir jetzt nicht sagen. Bitte, nächste Frage. Gut, das ist jetzt eine Frage, die wird wahrscheinlich leichter zu beantworten sein. Ebenfalls auf der Seite 23. Ich habe da ein mathematisches Problem, ich hoffe, es ist nur ein Versehen. Und zwar laut der Bezügeordnung bekommt der Gemeindekassier bei Existenz einer Mitarbeiterin in der Finanzverwaltung dieselbe Aufwandsentschädigung wie ein Vizebürgermeister. Wenn ich das Ganze durch 2 dividiere, was die Vizebürgermeister bekommen, das ja auch exakt 30% des Bürgermeistergehalts ausmachen, komme ich allerdings auf einen lapidarischen Betrag von 50 Euro mehr. Wie kommt das zustande? Es kann auch nur 100 Euro Schrecken budgetiert werden. Es kann nur 100 Euro Schrecken budgetiert werden. Gut, nächste Frage. Seite 27. Warum steigen die Personalkosten der Vergehung beinahe die Hälfte? Ich sage das mal. Ich werde es aufnehmen und das nächste Mal gerne noch beantworten. Wir müssen es aber heute beschließen, wie der Bernhard schon richtig angemerkt hat. Ja, was, wenn du die Fragen uns vorgestellt hättest und vorher in die Buchhaltung kamen wirst, dann hätten wir uns auch die Fragen vorbereiten können und die Fragen noch beantworten. Warum in einer KG, wo du der Geschäftsführer bist, alleinige die Personalkosten um das Doppelte im nächsten Jahr steigen? Das müsstest du eigentlich uns einfach so beantworten können, glaube ich. Kann ich da jetzt im Augenblick auf die Stelle nicht beantworten, ob aber die Dienste eigentlich begleitet brauchen, Seite 31, warum steigen die geringfügigen Wirtschaftsgüter so? Was meinst du jetzt von 39, 95 auf 100 Euro? Oder was meinst du jetzt? Ja, 2013 war 39, 2014 war 0 und die Zeit war nächste, also waren wir 100 Euro. Was ist das? Wahrscheinlich ist das gleiche wie vorher, das muss man auf 100 beschränken. Die kleinste Einheit, die man budgetieren kann, ist 100 Euro. Die kleinste Einheit sind 100 Euro. Warum war das 2013 noch nicht so? Das ist das Ergebnis. Das ist der Rechnungsaufwand. Schau mal. Was? Das ist das Ergebnis. Seite 35, die Repräsentationen an Vereine, was genau wird da repräsentiert? Das werden wir dir das nächste Mal sagen. Wenn du die Fragen vorher stellst, dann kann man genau nachschauen. Ich kann jetzt auch nicht aus dem Stand machen, also ich stelle jetzt einmal gleich einen Antrag zwischendurch, weil ich kann jetzt jeden Tagesordnungspunkt einen Antrag stellen. Ich stelle den Antrag, dass künftig im nächsten Jahr 2015 ein Finanz- und Wirtschaftsausschuss eingerichtet wird in der Gemeinde, um Budgetdinge vorzubesprechen, weil wir haben auch seit Juli keine Gemeinderatssitzung mehr gehabt. Dann justament kurz in der Weihnachtszeit, was für alle stressig ist, das Ganze in einer zweiwöchigen Zeit durchzupeitschen, ist für alle schwierig. Also ich stelle den Antrag, einen Finanz- und Wirtschaftsausschuss einzurichten, dem alle Fraktionen angehören und wird das Ganze im Vorfeld auszuarbeiten. Aber passt schon, okay. Ich habe den Antrag von Stefan gehört, der damit einverstanden ist, bitte nur Zeit der Zustimmung. 10 Stimmen. Ich werde es jetzt. Seite 47. Warum nimmt die Amtsausstattung ab? Dazu von 7.500 auf 1.000. Von 1.000 Euro auf 7.500. Auch nächstes Mal. Investitionsdarlehen
für Finanzunternehmungen. 158.300. Wo sind wir jetzt? Welche Seite? Wir sind immer auf der Seite 47. Die Investitionsdarlehen für Finanzunternehmungen. 158.300. Ist das nicht so wenig? Was ist das? Das ist die Rückzahlung von Darlehen. Die beginnt 2015. Von welchem Darlehen? Von der Volksschule. Seite 55 Mehrleistungsvergütung, 1300 Euro, was verbirgt sich dahinter? Das nächste Mal. Seite 63, das Jugendkonzert plus 5000 Euro. Wann findet das statt? Ich habe gegenüber auch geschaut, dass seit 72 sind die Einnahmen. Ja. Okay. Ja, wie hat er jetzt im Vorfeld noch Zeit gehabt, dass er in der Buchhaltung gibt, dementsprechend. Bitte, das ist kein Kasperltheater, weil zeitweise weißt du gar nicht, welche Seiten das sind. Also frage mich, wer da hinschaut und wer nicht. Wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Das betrifft auch einen Großteil der Bevölkerung, die möchte das dann aus dem Einkaufsprotokoll lesen. Seite 67 Entgelte für sonstige Leistungen, 22.000. Wo sind wir jetzt? Seite 67. Die Betreuung des Jugendzentrums. So vergeht es. Seite 81, ja, bitte. Gratulationen. Ja, sagt das Wort aus, oder? Gratulationen. Da sind wir uns gratuliert dazu. Und die Repräsentationskosten erhöhen sich. 8.200 Euro, das hat der Bernhard vorher schon schön zusammengefasst. Wem wird da alles gratuliert? Datenschutz. Woher weißt du noch, wenn du gratulierst, wenn es Datenschutz ist? Gute Frage. Gut, danke für die Antwort. Seite 93, Investitionsdarlehen, 18.000 statt 93 Investitionsdarlehen, 18.000 statt 4.500. Was steht denn da? Gemeindestraßen sind das? Es ist erst aufgenommen worden, im Vorjahr hätte es nicht das ganze Jahr betroffen. 2015 betrifft die Rückzahlung das ganze Jahr. So, dann bin ich einmal dran. 25, mehr Präsentationsausgaben. Entschuldige, tun wir mal eins nach dem Auto. Ist jetzt noch eine Session? Ja, nein, machen wir noch. Bitte, danke. Ich wollte es noch nicht zu sprechen machen. Achso. Ja. Da komme ich noch mal an. Seite 101, das interessiert mich jetzt wirklich sehr. Das Business Dinner auf spannende 9.000 Euro ein, heißt es, es gibt heuer keins. Von dem Ressort haben wir es drin. Also 2015. Wo ist das drin? Wo ist das drin? Im Vorschlag. Na, warum jetzt? Ja, wo im Vorschlag findet man es dann, wenn es jetzt nicht mehr unter Business Dinner steht? Das war gescheite Antwort, bist du. Und um was ein Punkt ist in diesem Jahr? Das nächste Mal wird es beantwortet. Liebe Freunde, ich habe euch angeboten, dass ihr in der Buchhaltung... Ich habe jetzt einen Beruf auch. Ich habe jetzt auch keine Detailunterlagen bei mir. Ich habe jetzt den Urlaub, dass ich mir das da anschauen kann. Das ist nicht sehen. Es ist keiner von euch Gemeinderäten in der Buchhaltung gewesen, die letzten 14 Tage. Da hätte jetzt alle Detailfragen werden. Seite 103. Einleistungen plus 83.200. 100, was? Was haben wir da? Seite 103 Eigenleistungen plus 83.200. Ja, bei Müll und Kanal sind bis jetzt keine Gegenverrechnungen passiert und es wird in Zukunft so gemacht werden, wegen der Kostenwahrheit. Okay. Und Seite 113, die Eigenleistungen, 75.500. Ist das jetzt der Kanal? Wie groß haben wir? 113? Fahrt- und Veranstaltungshalle ist das. Ja. Was sind da die Eigenleistungen? 75.500. Auf 51? Nein, das ist der Kanal, oder?
Seite 113. Ja, das ist der Kanal. Müll und Kanal, das sind diese zwei Bereiche, wo aufgrund der Kostenwahrheit auch das Land angeregt hat, die Kosten aufzuteilen. Okay. Dann Seite 117, die Kapitaltransferzahlungen KG plus 50.000. Ja, von 50 auf 100, also plus 50 im Vergleich zum Vorjahr. 100.000. Was haben wir über 150.000 gekauft, glaube ich, KG-Budget? KG-Budget kaufen wir 150.000. Ist beanschlagt worden. Wieso? Ja, ob man es braucht oder nicht, ist noch sehr noch einmal dahingestellt. Das ist eine Schwierigkeit. Die Reserve ist immer so wesentlich im Voranschlag. Man hat veranschlagt, hängt davon ab, von der Vermietung des jetzigen Gasthauses. Die sind ja heuer auch fast zu 100% ausfällig gewesen. Und dementsprechend, wenn sie das im nächsten Jahr nicht bessern sollte, ist natürlich ein Bedarf noch in der Gegebenheit. Wie hoch das sein wird, wissen wir nicht. Wie hoch ist denn die Pachteinnahme von dem jetzigen Gasthaus? Das weiß ich nicht. Frage dazu, das ist 1300 Euro in der Größenordnung. Bitte. So, oben haben wir 100.000 angenommen, ja, weil im KG-Budget ein Bedarf von 150.000 gegeben ist. Also das heißt 150.000 plus, also 150.000, was im KG nicht gedeckt ist. Ich habe jetzt keine Unterlagen dazu, weil wir nicht vorbereitet haben, wenn Sie die Fragen im Vorfeld gestellt hätte, dass wir das beste KG-Budget nicht öffentlich und ein Konzept, das ist nicht angeschaut hast. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber schaut doch nicht so aus. Stefan ist dran, bitte. Seite 127, bitte. Seite 127, 290.000 Euro, Volksschule. Außer oder ja? Ja. Die Restkosten sein gegen von der Volksschulsanierung im Jahr 2015. Und dann ist also das ist quasi eigentlich schon die Beantwortung für die Frage der Fragestunde, wie viel oder von der Herrgott, wie viel Geld überblieben ist und wie mich teilen. Nein, ist ja noch nicht alles fertig in der Volksschule. Ja, ja, also wir nehmen es mit. Ja, sicher. Seite 136. Entschuldige bitte. Seite 136. 136, ja. Und das ist jetzt eine interessante Frage, weil da war ja in der Bürgerversammlung, kann ich mich erinnern, eine ganz andere Summe. Wie hoch sind die Gesamtkosten jetzt für das Rückhaltebecken? 6,5 Millionen Euro belaufen sich diese. Und wir haben da eher, wenn wir alles da ist. Wir haben einen eigenen Tagesordnungspunkt und da wird das ausführlich noch erläutert werden, diskutiert. Aber es ist, wir haben vom Land Steiermark haben wir einfach die Vorgaben bekommen, wie viel Geld, das in welchem Zeitraum als Verwendung verwendet wird. Und da ist für 2015 sind 2 Millionen Euro veranschlagt und 250 oder 257.000 Euro sind in etwa die Grundstücksauflösung und die Entschädigungszahlung. Okay? Das ist der Voranschlag für diese Gesamtsumme, was 2015 wahrscheinlich bearbeitet wird. Wir müssen, das hängt auch dann davon ab, wie die Förderung ausgezahlt wird. Sobald die Förderung ausgezahlt wird, wird das natürlich auch dann gegenverrechnet und von der Betrag noch dann vom Darlehen zurückgezahlt, der noch dann offen ist. Ja, selbstverständlich ist das nicht, wenn ich an die Deutsche Arena war, noch alles auf einmal gleich. Also das ist nicht so selbstverständlich. Aber man gehört ja dazu. Das war ein Steiermark. Bitte. Also, habe ich noch auf der Seite 139 eine Frage. Ja, warum ist für... Da steht Vorhaben Industrie West und die Boch KG. Warum ist für die Betriebsansiedelung nichts budgetiert? Weil das gehört eigentlich für Industriegebiet dazu. Haben wir nächstes Jahr keine Betriebsansiedlungen vor? Bei den Betriebsansiedlungen müssen wir nichts zahlen. Wie kommst du noch das? Ja, aber es wäre vielleicht leichter, dass sie bei uns sind, wenn man unterstützt. Das habe ich auch nicht gesehen. Und die haben sowieso, ich sage mal, Unterstützung, wenn du dich daran erinnerst, diesen Antrag habe ich gestellt, du als Wirtschafts-
kann man Mitarbeiter, dass das ja nicht machen soll, ich möchte nur erwähnen, wenn du dich mit deinem Drehversuch herzlich einsetzen würdest, wir haben ein eigenes Betriebswirtschaftsförderungsprogramm. Ja, das haben wir damals mitbeschlossen, nicht in vollen Ausmaße, wie es der koppelt. Ja. Diese Information. Seit 145 die Transferzahlungen ans Wasserhaus. Was verbirgt sich da dahinter? 55.600? Das ist die Darlehensabdeckung vom Wasserhaus. Danke, bitte gerne. 27, Repräsentationsausgaben. Ich habe die Frage, wieso das von 13.000 auf 18.000 plus 8, also auf 36.000 erhöht, die Frage schon nicht gestellt, weil ich die Woche Bürger gefragt habe. Du hast die Antwort an die Woche Bürger damals gegeben. Jetzt stelle ich die Frage an dich als Gemeinde.